Wir beginnen im weiten Kind. Bring deine Knie auseinander, dass sich deine Zehenspitzen hinten noch berühren. Und leg dich vorne zwischen deinen Beinen ab. Gib alle Verantwortung an die Schwerkraft ab und lass dich in den Boden schmelzen. Verbinde dich mit seinem Atem und atme tief und gleichmäßig in seinen Bauch. Komm langsam mit einem Einatmen wieder hoch und bring beide Beine nach vorne. Bring dein rechtes Schienbein parallel zum kurzen Mattenende und dein linkes Schienbein parallel zum langen Mattenende, so dass deine Beine jeweils in 90 Grad liegen, wie zwei große Zacken. Stütz dich gerne mit seinen Händen links und rechts von deinem rechten Oberschenkel ab und Achtung, von hier hebe deinen linken Unterschenkel an und ablegen. Heb dein ganzes linkes Bein an, streck es aus, komm zurück und ablegen noch zwei Unterschenkel hoch. Ablegen, Knie hoch, Bein strecken, zurück und ablegen, letztes Mal Unterschenkel hoch, ablegen, Knie hoch, Bein strecken, zurück und ablegen. Wunderbar, einmal die andere Seite. Bring dein linkes Schienbein parallel zum kurzen Mattenende und dein rechtes Schienbein parallel zum langen Mattenende. Stütz dich gerne wieder auf, links und rechts von deinem linken Oberschenkel. Und heb deinen rechten Unterschenkel an und ablegen. Knie hoch, Bein strecken, zurück. Und ablegen, noch zwei, Unterschenkel hoch und ablegen, Knie hoch, Bein strecken, zurück und ablegen, letztes Mal, Unterschenkel hoch, ablegen, Knie hoch, Bein strecken. Zurück und ablegen. Löse dich und bring wieder beide Beine nach vorne. Stell deine Füße etwas auf und mach gerne ein paar Scheibenwischerbewegungen mit deinen Knien. Von hier. Bring deinen rechten Fuß an die Außenseite der linken Hüfte, dass dein rechtes Bein auf dem Boden liegt und stell deinen linken Fuß an die Außenseite vom rechten Oberschenkel auf. Lande mit deiner linken Hand hinter dir. Mit dem Einatmen hebe den rechten Arm an und mit dem Ausatmen twiste nach hinten und schau über deine linke Schulter. Löse dich und wechsel die Seiten. Bring deinen linken Fuß an die Außenseite der linken Hüfte, dass das linke Bein jetzt unten ist. Und stell deinen rechten Fuß an der Außenseite vom linken Oberschenkel auf. Lass deine rechte Hand hinter dir landen. Einatmen, hebe deinen linken Arm an. Und ausatmen, hake dich ein und schau nach hinten über deine rechte Schulter.
löse dich, lande mit beiden Händen auf der Matte und schieb dich zurück in Adho Mukha Svanasana, deinen ersten herabschauenden Hund. Lass gerne deine Knie weich und gebeugt, mach deinen Rücken ganz lang und achte darauf, dein Gewicht auf alle Finger zu verteilen und nicht nur auf dem Handgelenk. Von hier wander mit deinen Händen nach hinten zu den Füßen und bring deine Füße circa mattenbreit auseinander, dass deine Fersen noch auf der Matte sind und deine Fußspitzen von der Matte runter. Wir kommen in einen Malasana Uttanasana Flow. Achtung, mit dem Einatmen setz dich ab zu Malasana, deiner tiefen Hocke. Und mit dem Ausatmen streckt deine Beine, komm zum Stehen für Uttanasana. Lass die ganze Zeit deine Fingerspitzen auf der Matte und mach das im eigenen Atemrhythmus. Einatmen zu Malasana, tiefe Hocke. Ausatmen zu Uttanasana, tiefe Vorbeuge. Wenn du magst, schieb hier deine Hände mit dem Handrücken nach unten unter deine Füße. Und geh nur so weit, wie es bequem ist. Du musst deine Beine auch nicht ganz durchstrecken, wenn es nicht geht. Löse dich. Und finde zurück in Adho Mukha Svanasana, deinen herabschauenden Hund. Von hier lass dich komplett zum Boden absinken auf deinen Bauch. Stell deine Hände neben deinen Schultern auf Fingerspitzen auf, gerne ein bisschen weiter von dir weg. Mit dem Einatmen hebe dein Herz, weite Kobra. Mit dem Ausatmen wieder zurück. Mach das ein paar Mal im eigenen Atemrhythmus. Wenn du dich selber etwas mehr fordern möchtest, kannst du auch gerne deine Hände vom Boden heben und dich nur mit der Kraft deines Rückens nach oben ziehen. Löse dich und leg gerne den Kopf auf einem Bett deiner Hände unter deiner Stirn ab. Wieg deine Hüften leicht von links nach rechts. Und von hier finde deinen Vierfüßlerstand, Hände unter den Schultern, Knie unter den Hüften. Heb dein rechtes Bein 90 Grad angewinkelt an, so dass deine Fußsohle zur Decke zeigt. Und dann zieh deine Ferse etwas weiter Richtung Po. Und beginne große Kreise nach vorne zu machen mit deinem Knie. Versuch deinen gesamten Bewegungsradius zu nutzen. So weit nach vorne, nach oben, nach unten und nach hinten, wie es geht. Und dann lass dein rechtes Knie wieder den Boden finden, wechsel die Seiten. Heb dein linkes Bein 90 Grad angewinkelt hinten an, dass deine Fußsohle zur Decke zeigt. Und dann zieh deine Ferse wieder etwas weiter Richtung Po und mache große Kreise mit deinem linken Knie.
so groß und so weit, wie es dir möglich ist. Löse dich und lass auch dein linkes Knie wieder den Boden finden für deinen Vierfüßlerstand. Und von hier finde Anastasana, deine Puppy Pose, indem du die Hüften hinten über den Knien lässt, mit deinen Händen nach vorne wanderst und dein Herz zum Boden bringst. Löse dich und finde wieder zurück in dein weites Kind, wie wir angefangen haben. Mit Knien auseinander und Fußspitzen zusammen, leg dich zwischen deinen Beinen ab. Lass dich wieder schwer sein und in den Boden ziehen. Von hier lass deinen linken Arm gerade nach vorne ausgestreckt und schieb deinen rechten Arm unter deiner Brust durch, Handflächen nach oben und leg dich auf deinem Oberarm ab. Löse dich und wechsel die Seiten. Streck deinen rechten Arm gerade nach vorne aus und schieb den linken unter deiner Brust durch, Handfläche nach oben und leg dich auf deinem linken Oberarm ab. Löse dich und komm auf deinen Fersen zum Sitzen. Schließ hier für einen Moment deine Augen und spür in seinen Körper hinein, wie du dich jetzt fühlst. Und dann bringen deine Handflächen zueinander in Sanjali Mudra und bedanke dich bei dir selbst für die Zeit, die du dir heute geschenkt hast. Und dann bring deine Daumen zu deinem dritten Auge für klare Gedanken. Deine Daumen zu deinem Mund für wahre Worte. Deine Daumen zu deinem Herzen für ein reines Herz. Namaste. Schön, dass es dich gibt und danke, dass du heute mit mir geübt hast. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.